Oh nein, wow, was ist denn hier los? Leute, und so geht's halt bei Raw und Uncut, ne? Da gehst du halt hier lang und dann findest du hier auf einmal so einen riesengroßen Knaller. Hallo liebe Freunde der gepflegten Sondelunterhaltung. Ich begrüße euch zu einer Folge Raw and Uncut hier auf meinem Kanal Lech Sonde. Ich bin der Marius und wir gehen zusammen für 25 Minuten jetzt hier über diesen schönen Acker, der ist wunderbar geflügert, gekruppert, keine Ahnung. Wir schauen mal, was wir so finden. Hier ging ein alter Weg drüber und auf diesem alten Weg habe ich schon so manches Schätzchen entdeckt. Wir schauen mal, was heute so geht. Drückt mir die Daumen, sage ich auf jeden Fall. Holt euch was auch immer, ein Getränk eurer Wahl und genießt die 25 Minuten einfach mit mir zusammen. 25, zack. Wenn euch mein Gelaber stört, macht auf stumm. Wir nehmen heute auch die Kamera am Detektor wieder mit, die 360 Grad Kamera. Und ich schau mal, wie lang die so aushält. Ich hoffe, die hält eine Weile. Kopfhörer auf und dann geht das los. Manchmal steigt die einfach während der Folge aus und dann gucke ich nach nach der Folge und dann ist der Akku noch voll und naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, ob wir heute mehr finden als die letzten Male. Da hier ging zwar schon ein bisschen was die letzten paar Male, aber eben jetzt nicht so, wo ich sage, das ist hier ein Knallerfund. Aber man weiß es bei solchen Sachen, bei solchen Wegen nie. Ja? Nee, das Signal kommt nicht aus dem Quark. Und man hört, also ich habe ja hier immer noch die Kopfhörer auf. Weil in den Live-Streams sagen manchmal Leute auch, geh mal nochmal zurück, da war ein gutes Signal. Aber vielleicht höre ich manchmal den Eisenton hier. Also Leute, was ist da los? Das kann man doch nicht graben. Hier, sowas gräbt mal. 88. Eigentlich recht stabil. Aus beiden Richtungen bleibt auf jeden Fall im 80er Bereich. Müssen wir noch mal tiefer rein. Das schallert schon mal ganz gut. Ich sehe es leider noch nicht. Was haben wir hier? Irgendein Alu-Teil. Auch da habe ich mich schon mal ganz schön vertan. Habe ich so ein zusammengefaltetes... Ah, doch, Timer habe ich ja. Ich habe gedacht, ich habe einen Timer vergessen. Habe ich so ein zusammengefaltetes Alu gefunden und hatte schon gedacht, ah, das ist bestimmt nur irgendein Schrott. War mir aber nicht sicher. Habe es dann zu Hause nochmal angeguckt. Und dann war es halt ein Mützenabzeichen von einem Luftwaffenoffizier. Also da habe ich dann... Gut, Eisen ist hier reichlich dabei. Also Eisen ist hier auf dem Acker gut vertreten. Und da die einigermaßen guten Signale, so wie das hier, rauszuhören, ist manchmal gar nicht so einfach. Obwohl das ja hier jetzt schon recht deutlich klimpert. Oh Mann. Okay, wir haben es mal bewegt. Könnte hier irgendwo in diesem Bereich liegen. Wir haben hier ein... Dingsi,
ein Stück Blech. Okay, das macht nichts. Jo, das war's dann auch. Zack. Oh. Ja, hört ihr das? Ich grab das mal, auch wenn da viel Eisen dabei ist. Ja, dann seht ihr das oder hört ihr das? Das brauche ich nicht graben. Das hat jetzt aus einer Richtung mal gut geklungen. Dann gräbt man das Ganze an. Und dann kann es auch sein, dass wenn man es ausdiskriminiert hat, Eisen, dass es dann einfach weg ist, das Signal. Und dann guckst du nämlich doof und suchst dir dann Wolf. Und deswegen habe ich Eisen immer mit an, um das halt rauszuhören. Ich mag das einfach mit Eisenton laufen. Kriegt man auch einen besseren Eindruck vom Acker. Und das hier ist so ein abgebrochenes, das ist auch nichts. Kriegt man einen besseren Eindruck vom Acker, man hört, ob da viel Müll liegt. Ja, und mittlerweile laufe ich jetzt doch schon eine ganze Weile mit dem Deus 2. Dass ich mir schon zutrauen würde zu sagen, dass ich die Töne von meinen Programmen so ganz gut im Griff habe eigentlich. Und die Leitwerte kriege ich mittlerweile eigentlich auch ganz gut hin. Ah, Leute. Okay. Boah, 78. Das hört sich gut an, das graben wir mal. Könnte eine Patrone werden. Patronen kommen gerne in diesen Bereich rein. Ich sag's immer wieder bei Signalton, da müsst ihr euch auch schon langsam zum Hals raushängen. So, was haben wir hier Schönes? Ist diesmal eine Musketenkugel, eine total zerfetzte. Oh, die nehme ich mal mit und zeige sie euch. Die hat auf jeden Fall mal irgendwas getroffen. Nein, komm mit. So. Zack, bumm. Gut. Hier noch ein bisschen weiter rüber gehen, weil da drüben ist meine alte Spur. Nee, das ist nix. Ja, liebe Leute, ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal gefragt. Wenn ihr das vielleicht verpasst habt, frage ich jetzt nochmal. Wie hättet ihr denn gern als Abonnenten dieses kleinen Kanals, dass sich der Kanal weiterentwickelt? Sollen wir mehr Kooperation mit anderen Sondlern machen? Bedenkt immer, wenn ihr was jetzt in die Kommentare schreibt, ich komme aus Süddeutschland und kann nicht mal eben für ein Wochenende zum German Treasure Hunter fahren. Das haut nicht hin. Oder zum Zim, der noch weiter oben wohnt. Oder zum Medieval Treasure, wobei der wäre vielleicht sogar noch in der Reichweite. Ja, schreibt mal, was ihr gerne hättet. Also mehr live, mehr von allem. Ja, ich muss natürlich sehen, das ist immer noch ein Hobby, ne? Und ich mache da auch schon echt viel und bin da auch immer dabei, die Nerven meiner Frau gut auf die Probe zu stellen. Jetzt geht die Kamera wieder aus da unten. Warte ich jetzt mal kurz, die piept dann gleich nochmal und dann probiere ich, dass ich sie nochmal anmache.
Ja, macht die jetzt noch irgendwas hier, oder? Ich verstehe nicht, warum die immer ausgeht. Das nervt ein bisschen. Okay, Aufnahme läuft wieder. Akku ist noch 3/4 voll. Kapiere ich nicht. Oh ja, ein schönes. Aber das ist auch knatschig. Kommt aber mit knapp Ende 60. Mit Ende 60, jetzt haben wir 73, kommt's rein. Na, jetzt ist es ein bisschen schlechter geworden. Mal gucken. Jo, haben wir einen Ochsenschuh. Ochsenschuh, eher in Österreich verwendet das Wort. In Deutschland verwendet man da Kuheisen. Okay. Sollte es gewesen sein, jawohl. Mittlerweile ist meine Tasche schon wieder ganz schön schwer. Bin ja heute schon eine Weile unterwegs. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Novo. Was ist denn das? Das ist nicht aus Metall. Novo. Diamant. Gehört sicher nicht aufs Feld. Novo Diamant. Ich guck mal, ob ich da was Google-technisch rausfinden kann. Ach, mal wieder ein Signal. Ah, hier haben wir noch. Ah, ja, auf jetzt. Endlich mal eine Münze, Leute. Es ist zwar nur der, in Anführungszeichen, nur der Reichspfennig. Einer, aber auf einmal Republik diesmal. Aber ich laufe jetzt hier schon eine Weile über den Acker. Also nicht nur mit euch, sondern auch davor schon. Und da kam keine Münze. Puh, mir ist auf jeden Fall schon warm, weil es hat hier mindestens 15 Grad in der Sonne. Ja, cool. Auf jeden Fall cool, Münze. Freut mich. Und wir haben ja nur ewig gebraucht jetzt, um eine Münze hier rauszutauchen. Naja, komm. Das hört sich an, als würde es nicht umfallen. Umfallen ist verboten hier. Es würde sich so anhören, als würde es ziemlich oberflächlich liegen. Jo, hier haben wir wieder ein Schlagröhrchen. Grüße gehen raus an den Dominik. Dank dem weiß ich das. Das sage ich jetzt jedes Mal, wenn ich das finde. Zeige ich euch. War dazu da, um die Kanonen zu zünden. Früher. Ich weiß zwar nicht, warum man hier Kanonen zünden sollte auf dem Acker, aber was weiß ich. Was weiß ich schon. Ja, ein bisschen haben wir noch. Zum Glück. Vielleicht geht ja noch eine Münze. Wie gesagt, ich habe jetzt schon echt lang kein Silber mehr gefunden. Da wäre ich eigentlich mal wieder dran. Mit Silber finden. Aber wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Ne? Ihr wisst, wie es ist.
72. Vielleicht haben wir hier noch mal Glück mit einer Münze. Drückt mir die Daumen, Leute. Nee, keine Münze. Hier haben wir irgendein verbogenes Blech, das jetzt auch schon abgerissen ist. Ist das irgendwas? Nein, zum Glück ist es nichts. Sonst würde ich mich noch ärgern, dass ich es kaputt gemacht habe. Gut, nur ein Blechstreifen. Huch, fast noch vergessen hier. Na, Acker hier ist eh Kraut und Rüben. Aktuell, aber trotzdem. 92. Das könnte wieder was Militärisches werden. Könnte auch weit oben liegen. Mal gucken. Okay, weit oben liegt es nicht. Oh nein, wow, was ist denn hier los? Leute, und so geht's halt bei Raw und Uncut, ne? Da gehst du halt hier lang und dann findest du hier auf einmal so einen riesengroßen Knaller Heiligenanhänger. Das hier ist eine Kreuzigung und hier auf der Rückseite haben wir auch irgendwas Krasses. Und der ist bestimmt älter. Den zeige ich euch auf jeden Fall. Das ist ja krass. Krasses Teil, ey. Krass, krass. Gut. Schönes Ding. Schöner Heiligenanhänger. Coole Sache. Ich finde dann immer raus, wie die... Also entweder gibt es da Wallfahrtsmedaillen.at. Eingefleischten Sondler wissen das natürlich. Oder natürlich dann einschlägige Facebook-Gruppen auch noch. Krass, also der haut es mir gerade völlig weg. Ist ja ein riesen Klopper gewesen, der war echt riesengroß. Ja, hier, das ist, müsste der hier sein, der da das abgebrochene Signal macht. Ja, schaut's her. Wieder da Eisen am Start. Ja, cool. Ja, kommen bei 90er Leitwerten auf dem Acker halt irgendwelche Militaria-Sachen rein, also Führungsringe oder Granatsplitter. Oder auch 64 haben wir hier. Oder auch zum Beispiel römische Münzen, sehr dicke Münzen. Okay. Das klingt jetzt so, als würde man da schon drankommen. Ach hier, wieder ein Schlagröhrchen. Dominik! Dominik ist übrigens auch ein Kanalmitglied. Wieder ein Schlagröhrchen, okay. Zack, bumm. Genau, Dominik ist auch ein Kanalmitglied. Wer Bock hat, Kanalmitglied zu werden und hier die eine oder andere extra Folge oder den einen oder anderen Blick hinter die Kamera zu erhalten, kann gerne mal überlegen, ob er da nicht mal vorbeischauen möchte. Jo, letztes Jahr gab es für die Kanalmitglieder zu Weihnachten eine schöne Lechsondetasse. Ah, hier ist Ende Gelände. Na gut, dann wackeln wir zurück. Ist ja nicht so, sonst hätten wir hier keinen Acker mehr. Also ich nehme wirklich das ganze Geld, was ich da bekomme, aus der Kanalmitgliedschaft oder aus den Werbeeinnahmen von Google AdSense und das fließt alles zurück in den Kanal. Jetzt aktuell größeres Sparprojekt ist halt der Nomad von Blue.
Genau, der so eine Tauchboje mit 9 Meter Tauchtiefe. Aber da müssen noch ein paar Sachen, ein bisschen mehr Geld her. Ich hoffe, dass ich mir die vielleicht Mitte des Jahres holen kann. Das kommt ganz drauf an. Hoppala. Wie ich auch zu Auftragssuchen und so komme, dann nehme ich nämlich den ganzen Finderlohn und so, den nehme ich auch dafür her. Kostet ja auch immerhin 2000 Geld. Aber das ist halt Hobby, ne? Das ist mir das wert. Und vielleicht kann ich ja dann, das ist natürlich immer der Gedanke, vielleicht 75. Vielleicht wächst ja dann der Kanal ein bisschen, wenn man ...84 ist es jetzt hochgegangen, das heißt, es könnte wirklich was Cooles werden. Mal gucken. Und da kommt irgendwas Dickes. Das ist aber nur ein Stein. Ist noch ein bisschen hier drüben. Hier? Was? Wie? Was hier? Was haben wir hier? Oh Gott, echt jetzt? Das ist halt ein Stück. Was soll denn das sein? Ist auf jeden Fall Müll. Das kann ich jetzt nicht drüber diskutieren oder nachdenken, was das ist. Irgendein Müll. Genau, und vielleicht wächst ja dadurch dieser Kanal, dieser kleine Lechsonde-Kanal, noch ein bisschen. Wenn Leute das interessiert mit dieser Unterwassersuche. Und ich mache das ja jetzt auch, sage ich mal, nicht nur für 71. Ich mache diese Unterwassersuche jetzt nicht nur bei Temperaturen, wo man sagt, ja klar, da kann man ins Wasser gehen. Sondern auch mal, wenn es ein bisschen kühler ist. Okay, jetzt schauen wir mal nach. Ich glaube, ich habe es schon gesehen. Jawohl. Hier haben wir wieder einen wunderschönen Knödel aus Aluminiumfolie. Zack, die Bohne. Signal. Oh, kurz und knackig, so wie man das mag. Das ist wirklich ein tolles Signal. Das freut mich jetzt. Ach, hier habe ich schon in der Hand, aber es ist leider kein schöner Fund. Warum? So schön sein können, aber es ist nur ein gebogenes Blech. Schade. Na gut. Dann haben wir noch. Wir haben noch. Noch 1 Minute 34. Also Leute, Endspurt! Ui, die 25 Minuten, die waren jetzt aber schnell rum, fand ich. Ui. So klingt eigentlich nur Eisen. Na, jetzt ist die große Kamera wieder aus, aber das macht jetzt nichts. Die letzten paar Minuten schaffen wir auch ohne Kamera, ohne die zweite. Aber eigentlich möchte ich das schon dabei haben.
Finde ich doof, dass die immer ausgeht. Ohne Grund. Oh, wahrscheinlich hier das letzte Signal dieser Runde. Okay, und weg ist es. Okay, dann schauen wir noch weiter, ob wir nicht noch eins herkriegen. Das war jetzt eh nur ein 35er, also das war jetzt nicht so der Hit. Oh. 52, das klingt doch gut für meine Ohren. Ist auch das letzte Signal. Na, komm hier, aus damit. Das da? Nee. Das hier, das kleine ist es. Oh, was haben wir da? Wahrscheinlich ein kleines Stück Blech. Ohne irgendwas drauf. Ja, leider. Na gut. Puh, Leute, Leute. Mir wäre schon heiß. Naja, lang mache ich auch nicht mehr. Ich würde sagen, ihr macht auch mal aus oder vielleicht noch ein Video angucken. Das wäre doch auch eine coole Idee. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Abo und Daumen hoch nicht vergessen. Tschüss.